Hallo! Heute will ich mal wieder ein Spiel ausprobieren, das irgendwo herstammt und das ich noch nie ausprobiert habe. Ist mir aber irgendwann geholt, weil es billiger war oder in einem Humble Bundle oder sonst irgendwo her. Und zwar Serial Cleaner. Ja. Und dann mal schauen, da ich selber in der Reinigungsbranche arbeite, mal gucken, wie realistisch dieses Spiel ist. Okay. Ich mach mal den ab und zack. Okay. Schauen wir mal. Es gibt Outfits. Okay. Muss man alle freischalten, scheinbar. Coole Outfits. Ist die Frage, kann ich hier überhaupt mit Maus spielen oder brauche ich den? Scheint fast so, als bräuchte ich den Controller dazu. Machen wir die Musik am besten aus, oder? Es kommt am Ende die GEMA an. Ja, reicht. Okay. Bla, 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 bla. Okay. Abspannen. Okay, dann spielen wir mal einen Story-Auftrag. Bin gespannt. Jedes Mal, wenn du einen Gegenstand oder eine Leiche erfolgreich entfernst, wird ein Beweiskästchen zurückgelassen. Schließe dich dem Cleaner an, wenn er das tut, was er am besten kann, der Mafia in einer Fabrik in der Vorstadt hinterherzuwischen. Okay. Ein Reinigungsgespür, okay. Ach, da bin ich. Okay. Was? Okay, also das. Man muss den Leuten aus dem Weg gehen und die Sachen in den Wagen tun hier. Sehr gut. Ach so, man muss das nicht in. Was ist denn jetzt mal ein Reinigungsgespür? Muss ich da irgendeine Taste drücken hier? Okay, cool. Ich kann die Gasse staubsaugen. Okay, shit, shit, shit. Das ist noch schwieriger, als es aussieht. Wie saugt man noch mal?
Oh, scheiße, ich muss die Leiche wegtragen. Okay, ah, okay. Ich habe das Prinzip, glaube ich, begriffen jetzt. Okay. Okay, ausruhen und entspannen, okay. Marmelade lieber. Okay. Ah, Frühling 72. Hey, Cleaner, das war gute Arbeit mit dem letzten Job. Wir haben einen weiteren für dich, falls du interessiert bist. Na klar, bin ich interessiert. Schieß los. Okay, hör zu, es gab da ein kleines Missverständnis. Wir haben drei Leichen, die abgeholt werden müssen, drüben bei Sly's Box Club. Und achte darauf, den Champion-Gürtel mitzunehmen. Behalte ihn einfach als Souvenir. Ich weiß doch, wie sehr du auf diesen Kram stehst. Hast du verstanden? Ja. Da es unser Viertel ist, solltest du eigentlich keine Probleme mit herumschnüffelnden Bullen haben, aber beeil dich trotzdem für alle Fälle. Keine Sorge, ich kümmere mich um euer Missverständnis. Nun die Sportnachrichten. Ein aufstrebender Boxneuling bereitet sich darauf vor, gegen den amtierenden Champion in den Ring zu steigen. Während der Ausstieg des Champions mit Mafia-Verwicklungen in Verbindung gebracht wird. Okay. So, wo ist denn jetzt das Auto? Wie komme ich denn jetzt dahin, sag mal? Nehmen Sie den aktuellen Fabrikmord beispielsweise, der Täter ist noch immer auf freiem Fuß. Und dennoch scheint die Polizei sich über diesen Fall einfach nicht äußern zu wollen. Ich bin zwar kein Fan von Verschwörungstheorien, aber irgendwas ist hier mächtig faul, Leute. Korruption? Oder noch schlimmer? Okay. Muss ich jetzt... Bobby, die Rechnungen sind da. Würdest du sie bitte durchgehen und bezahlen? Sicher, Mama. Ich kümmere mich darum auf meinem Weg nach Hause. Ich danke dir, Liebling. Du bist ein Goldstück. Mafia-Auftragskiller noch immer auf der Flucht. Frau vermutet Fremdeinwirkung. Okay. Ah, siehste. Geht doch. Sucker Punch. Von wegen keine Polizisten. Was ist denn mein Reinigungsgespür? Achso, Leiche. So. Das ist noch der Gürtel, den müssen wir noch aufheben. Oh, fuck. Ah! Ach, jetzt liegen die direkt da oben, ja, sehr gut.
kann man sich verstecken. Interessant. Das ist auch eine Leiche, okay. Shit! Ist ein Zaun im Weg. Also komme ich am besten von der Seite ran, nicht? Und nicht so lange der da steht. Oh, man muss auf der Seite. Das ist super. Ja, ganz witzig. Ich habe sogar einen Computer hier. Mhm. Und hier nun der amtierende Champion mit ein paar Auflockerungsübungen und einem Glas Wasser. Er wirkt heute ziemlich entspannt. Es geht doch nichts über ein Ballett der Gewalt nach einem harten Arbeitstag. Wieder ins Telefon. Schlagzeile, unerwarteter Verlauf. Verkauf, lokalen Boxclubs, okay. Für diese Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, auf Kämpfe zu wetten. Manche würden es eine Sucht nennen. Noch mehr Hippie-Scheiße. Das erinnert mich an was? Ich muss noch den letzten Kampf noch abkassieren gehen und danach auf den Rückweg ein paar neue Wetten platzieren. Oh, er macht das noch Radio immer an hier. Nach dem kürzlichen Einbruch in ein Büro der Demokraten sind die Ermittlungen noch immer im vollen Gange. Hm, Politiker, Mord, Betrug und Verrat, die ändern sich nie. Hallo, spricht George der Cleaner? Ja, der ist am Rohr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch sehr. Man hört nur Gutes über Sie. Es heißt, Sie seien der Beste. Wenn das stimmt, wird der Job das reinste Kinderspiel. Kinderspiel oder nicht. Wer auch immer Ihnen diese Nummer gegeben hat, hat Ihnen wahrscheinlich auch gesagt, wie ich zu arbeiten pflege. Ja, ich weiß. Versiegelter Umschlag und so weiter. Ich bin informiert. Okay, dann lassen Sie uns zum Wesentlichen kommen. Ja, tun wir das. Es gibt einen Campingplatz in einem See direkt außerhalb der Stadtgrenze. Sie werden dort zwei Leichen sowie eine Schusswaffe und ein Kleidungsstück vorfinden. Eine Kapuze, um genau zu sein. Kümmern Sie sich darum. Ich würde mich außerdem auf ein paar Körperflüssigkeiten einstellen. Der Kerl war ein Bluter. Damit wären Sie doch fertig, oder? Sicher, ist das alles? Von meiner Seite aus schon. Wenn Sie keine weiteren Informationen benötigen, war es das. Ich melde mich. Klack. Okay. Wieder das
wir das eine Mal in die Garage gefahren sind, aber jetzt steht das Auto draußen, ist sehr merkwürdig. Auftrag 3, Horoskop-Date. Okay, in jedem Auftrag geht es darum, eine gewisse Menge an Blut zu entfernen. Drücke RT, Shift. Keiner hört das. Ah, verdammte Axt. Okay. Das ein Eichhörnchen? Okay. Riesiges Eichhörnchen. Vorwerk Blutstaubsauger. Also Blut haben wir genug weggemacht. Wir brauchen nur eine Leiche und einen Beweis müssen wir noch wegtun. Da ist der Beweis hier unten. Die Waffe. Langsam haben wir den Dreh so ein bisschen raus. Nach einem kleinen Ausflug am See. Bobby, Schatz, hör dir das mal an, das ist wirklich spannend. Unser heutiges Thema: Ist Amerika in Sachen Serienmörder tatsächlich weltweit führend? Bitte begrüßen Sie unseren heutigen Gast, einen Psychologen. Vielen Dank, ich bin ein Psychologe. Das ist eine wirklich brennende Frage und ich fürchte, die Antwort lautet ja. Heutzutage scheint es überall Serienmörder zu geben. Und Sie verstehen es, das Interesse aller hier im Land in Ihren Bann zu ziehen. Ja, spannend, sehr spannend, aber ich muss jetzt los. Ich muss zu Joes, die Pflicht ruft, ich werde heute spät nach Hause kommen, bleib also nicht auf. Ich freue mich, dass du endlich einen Spielkameraden gefunden hast. Viel Spaß beim Spielen. Okay. Glückssträhne reißt nicht ab, Herbst 72. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn der Rächer mit dem roten Umhang weitere aufregende Abenteuer besteht. Wiederholung, ich habe die komplette Staffel inzwischen nun schon zweimal gesehen. Bob, mein Junge, ich komme gleich zur Sache. Es gab da ein kleines Malheur im Büro von guten Freunden. Nur drei Leichen diesmal, aber die haben ganz schön was hinter sich.
Und vergiss nicht, den Revolver einzupacken, wenn du fertig bist. Unser Mann, Tony, die Nase McCheese, musste sich beim Verduften ganz schön beeilen. Okay. Kein Problem, solange die Kohle am üblichen Ort auf mich wartet. Keine Sorge, du kümmerst dich um den Job, wir kümmern uns um den Bankkonto. Und pass auf, dass du nicht erwischt wirst. Okay. Dupdidu. Berühmter Musiker stirbt im Alter von 27 Jahren. The Deadly Telegraph. Okay. Wo ist mein Auto? Fuck! Hm. Leichendepot da unten, okay. Hm. Hm. Okay, cool. Oh Mann! Ich glaube, vielleicht sollte ich erstmal die Leichen wegbringen. Mich dann um das Blut kümmern. Hm. Thank you.
okay, noch eine Leiche und noch ein bisschen Blut. Wo ist die dritte Leiche? Da unten, okay. Wo ist weg hier? Da ist der Ausgang, okay. Oh, verdammte Axt! Shit! Keine besonders schlauen Cops. Nee. Die dritte Leiche. Ach, da drin, scheiße. Shit. Weg hier. Okay, sehr gut. Nach einem kleinen Ausflug in Richtung Stadtzentrum. Meine Damen und Herren, der Kampf des Jahrhunderts wird jeden Augenblick beginnen. Mama, der Kampf fängt gleich an. Okay, Spätzchen, ich mache uns ein paar Sandwiches. Klasse, klingt gut. Wenn das so weitergeht, bin ich auch bald ein Schwergewicht. Komm schon, Kumpel, ich habe einen Haufen Moneten auf dich gesetzt. Wehe, du gibst den Titel ab. 15 Runden später. Und das war's, der Kampf ist vorbei. Zum ersten Mal hat einer von beiden den Geruch der Niederlage vernommen. Ich wusste doch, dass du mich nicht im Stich lässt. Jetzt habe ich endlich genug Kohle, um Joe auszubezahlen. Herbst 1972. Neue Möglichkeiten tun sich auf. Aber ich glaube... schon wieder eine halbe Stunde. Ich glaube, wir speichern mal ab. Okay. Habe ich Outfits freigeschaltet? Nein.
Das macht man scheinbar irgendwie anders. Na gut, dann bis dann.